Enno fährt zum Tag der Niedersachsen nach Wolfsburg. Ganz Niedersachsen feiert vom 1. bis 3. September 2017 den Tag der Niedersachsen in Wolfsburg und der Nahverkehrszug Enno bringt die Besucher bequem und komfortabel hin und zurück. Mit plakativen bunten Mustern und dem Schriftzug Enno fährt zum Tag der Niedersachsen nach Wolfsburg wirbt Enno dafür, zum Tag der Niedersachsen mit der Bahn anzureisen. Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies, Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Moors, Detlef Tanke Verbandsvorsitzender und Hennig Brandes Verbandsdirektor des Regionalverbandes Großraum Braunschweig sowie Thorsten Frahm, Geschäftsführer des Betreibers Metronom, schickten die ersten Züge heute am Hauptbahnhof in Wolfsburg auf die Strecke. Enno fährt zwischen der Landeshauptstadt Hannover und Wolfsburg sowie von Hildesheim über Braunschweig nach Wolfsburg. Der Regionalverband Großraum Braunschweig ist ja für den ÖPNV zuständig und der Enno, der die Stadt Wolfsburg mit Hildesheim, Braunschweig und Hannover verbindet, ist ein sehr erfolgreiches ÖPNV-Produkt, sehr modern, sehr zuverlässig, sehr schnell. Und da halten wir natürlich Ausschau nach Massenveranstaltungen, und weil der ÖPNV ein Massenverkehrsmittel ist. Und wir denken, dass wir mit dieser Sonderwerbekampagne, die der Regionalverband veranlasst und auch finanziert hat, mit dieser Beklebung der Züge jetzt schon frühzeitig darauf hinweisen, dass man hier nach Wolfsburg mit dem ÖPNV fahren kann.